Ja, servus, ja, Freunde. Weiter geht's mit der Zockerei. Diesmal gegen OKW Spaten. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Was hat der so? Ja, so den üblichen Spaß. Wollen wir mal sehen. Maxim sind ja nie schlecht, so. Ja, mal so eine Mischung aus Conscripts und Maxims. Wir sind auf dem Weg. Wird gebaut. Was mache ich denn? Ich glaube, ich gehe nach links. Werden wir sichern. Pioniere bestätigen Eroberung. Ich denke, der wird hier seinen Sturmpayo hinschicken. Und das wäre halt gleich mal uncool. Komme ich dann eh nicht ran. Wir können ab sofort deutsche Funkübertragungen abfangen und dechiffrieren. Unsere T-34 wurde mit 85 mm Kanonen ausgestattet. Wir schlagen So. ihre Spuren zum Sieg. Freund Maxim darf jetzt dann gleich aufs Feld. Na, komm schon. Jawohl. Da hat immer die Frage, wo der seinen Sturmpionier hinschickt. Wenn er jetzt da oben ist, ist halt schlecht. Das heißt, ich kann nur hoffen, dass mein Maxim da ist, bevor der Sturmpionier da aufkreuzt. Aber das sieht doch ganz gut aus. Deckung habe ich. Ja, noch ein zweites Maxim bringen jetzt. Was geht mit dir? Weiß nicht mehr, welchen. Naja, ich habe schon gedacht, dass der hier unterwegs ist. Da hinten kommt auch irgendwas. Wo bist du denn hin? Ich hab dich doch da hinten hingeschickt, Mann. Na, scheiße, vergessen, Maxim zu bauen. Ach, das ist nur der Kübel, das passt schon, solange ich in Deckung stehe. Problem ist, ich muss auch tatsächlich in Deckung stehen bleiben, sonst wird das dumm. Ich schicke das Maxim da hoch, das zweite kommt hier hin. Dann sollte das passen. So. Minchen. Ich lege lieber hier eine hin. Dann wollen wir mal schauen, was da drüben so los ist. Streitkräfte nehmen unsere Vorräte ein.
Heal. Schaut, ob ich da drüben ein bisschen cutten kann. Kriege ich da jetzt einen Fuß in die Tür? Das wäre natürlich relativ nice. Sehr schön. Ups, das könnte zu spät gewesen sein. Das ist schon mal Mist. Aber mein MG wurde gerettet. Das ist ja schon mal was. Das heißt aber, ich brauche auf jeden Fall einen zweiten Pionier für Minensuchaktionen. Feldgeschütz hat er. Panzerabwehrkanone hat er gebracht, das heißt, ich brauche mir noch keine Sorgen machen, werde aber trotzdem über Fahrzeuge, werde aber trotzdem jetzt dann halt mal T-70 gehen, scheiß auf, wow, scheiß auf, die Panzerabwehrkanone. So, T-70 wird bald bereit sein, denke ich. Das MG muss da weg. So, Freund T-70, du darfst darüber. Ja, die PPSH sind schon stark, die zerlegen den schon, denke ich. Da relativ einfach rausschießen können. Du darfst da drüben hin. T-70 ist da. Sehr gut.
Läuft doch. Ups. Minen nicht vergessen. Jede Struktur und jedes Fahrzeug können jetzt repariert werden. Sehr schön. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich, was kann ich denn? Ja, Panzerabwehrkanone halt, dass ich da safe bin bei der Geschichte. Was ist mit euch so los? Panzerabwehrkanone bereit zum Kampf. Das ist natürlich Mist. Wir haben eines unserer Panzerfahrzeuge verloren. Er fährt leider nicht über die Mine. Das ist natürlich dumm. Ja, macht aber nichts irgendwie, finde ich. Weil ich meine, der Puma tut mir halt nichts. Irgendwie. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob ich den neuen T-70 bringen soll überhaupt. Der Feind nimmt sich, was wir gesichert haben. Mal schauen, ob hier was hier ein Fuck abgreifen kann. Was ist denn jetzt? Ah! Verbindungsabbruch, na super. Hallo? Ach, so eine Scheiße, ey. Ja, Mann! So ein Dreck, echt. Kotzt mich vielleicht an. Jetzt verliere ich deswegen dieses behinderte Spiel halt. So ein Dreck, ey. Wir haben die Radina im Stich gelassen. Ach, halt dein Maul. Scheißdreck, ey. Mann, ey.